Um direkt wieder zurück bei Let's Play Eternal Tournament habe ich hier den Einsatz verpasst. Wie ihr gesehen habt, und habe den Zug von Frederick verschenkt. Vom guten Freddy. Und Volker wird voll zusammengeschlagen. Zeit zu heilen. Und ja, wir hatten ja im letzten Part den mega Abonnenten-Talk und ich habe euch erläutert, warum ich mir solche Sachen wie Pokémon spiele. Wen es interessiert hat, dem gratuliere ich hiermit. Herzlichen Glückwunsch. Wem nicht, bei dem entschuldige ich mich jetzt, dass ich ihn zugelabert habe. Polka ist dran. Dann machen wir doch hier mal kurz Frederick noch voll und werfen einen Shade Comet. Damit der endlich auch mal zeitlich segnet. Der Verflucher, der gerade hier voll chillt. Und jetzt macht er irgendwie nichts. Okay. Dann hauen wir ihn halt mit Viola kaputt. Und war's das? Ich seh's gar nicht. Nee, er lebt noch. Wahnsinn. Wow, ein Schlag noch gefehlt. Und Kreuzklee. Kreuzklee ist ganz eine super Sache. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme hier nicht zu laut wird vom Sound, weil ich habe noch nicht ganz die Pegelung im Griff vom Laptop. Mache ich jetzt gerade hier das Richtige? Ich habe keinen Plan, was ich hier tue, ehrlich gesagt. Augenblick. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fail. Eigentlich will ich nach oben, glaube ich, weil ich will dahin. Oh ja. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt alles falsch mache, dann darf ich das alles nochmal spielen. Dann schneide ich einfach und sag, hey, ich hab's geschafft und hier geht's jetzt weiter. Weil das kann ja wohl nicht angehen. Ne, wir laufen und laufen und laufen. Ich bin so froh, wenn das hier rum ist. Dann bin ich auch weiter in diesem Spiel, als ich jemals zuvor war. Ah, anscheinend habe ich sie hier wirklich lassen müssen. Ihr seht schon, jetzt komme ich hier rüber. Was wahrscheinlich nicht geht, wenn ich nicht dieses... Da ist der Raum, den ich hier möchte, diesen Raum dahin bewegt hätte. Wenn der Sound schlechter ist als sonst, also wenn ihr irgendwie mich nicht gut versteht oder es zu ungut ausgepegelt ist, dann schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich das. Ah, perfekt, hier komme ich rüber. Dann haue ich hier die Ratten um. Es ist optimal so. Ich danke zigtausendmal für den Tipp mit dem Fernkampf. Und auch für diese Karte, die ich gerade da ihr hilft, dass ich überhaupt dieses blöde Fort hinter mir lassen kann und euch endlich wieder Gameplay nachher zeigen kann, das nicht in dieser dunklen Grotte hier stattfindet. Ja, ich bin wieder gerade sehr ruhig. Sorry. Sogar mich langweilt das Gameplay gerade, ja? Ich weiß gar nicht, wie es euch dann geht. Ich meine, ihr spielt nicht mal selber. Das ist ein bisschen nah dran, glaube ich. Oh, mach fast noch 1000. Oh ja. Haus raus, du hast es ja. Und das verstehe ich nicht. Es läuft wieder da ins Licht und wird zurück. Aber eh kein Bock mehr. Das sieht sehr demotiviert aus, die Ratte. Yay, Level 14. Apropos Level 14. Okay, ja. Ich mach mal Reto wieder rein für Freddy, damit ich die vom Level 14er Team habe für den Bosskampf. Wenn der irgendwann kommen könnte. Optimale Reichweite hier. Das ist perfekt. Boah, Imba! Ja, alle kriegt doch einen ganzen Batzen Lebenspunkte, das ist echt gut. Und Volker macht halt so gar keinen Schaden, aber Heilung ist halt einfach wichtig. Es ist abartig, was diese Tussi an Damage rauspfeffert. Ja, yeah, und Level 15 ist sie auch noch, das trifft sich doch. Heilerpfeil! Ah, das hat mir meine Freundin auch schon gesagt. Das ist eine bombige Fähigkeit. Dann kann ich vielleicht auch jetzt Volker rausnehmen aus der Gruppe, weil der Heilerpfeil von Viola sehr gut ist. Der heilt nämlich alle Gruppenmitglieder auf unbegrenzter Reichweite. Das ist einfach nur top. Dann kann ich hier nämlich auch... Hat der einen Angriffswert? Ja, na also... Dann machen wir es mal so.
Sorry Mädel, aber du musst weichen. Und den hauen wir jetzt mal um. Dann können wir gleich mal den Heilerpfeil testen. Das trifft sich auch, dass sie dann hier im Licht steht zum Beispiel. Einfach nur den rausfeuern kann, den Heilerpfeil, wenn sie Zeit hat. Oh, das war jetzt seltsam, aber egal. Ich glaube, der Sky Divider ist nicht so die gute Idee. Ich glaube, sein anderer Schattenangriff war sogar besser, der Sunsplash. Oh, Gentlemen. Ja, sind die dran? Hallo? Nicht in Nahkampf gehen mit ihr, das ist nicht okay. Und heiler Pfeil. Top. Oh mein Gott, wie viel es heilt. Kann ich euer Ernst sein? Yola ist ja voll der broken Character. Also ganz ehrlich, ist mal voll broken. Und hier machen wir wieder den Sunslash rein, der war wesentlich cooler irgendwie. Wir drücken den Schalter, das ist der Schalter Nummer 3, der fährt das Ding 1 rüber. Und dann komme ich jetzt wohl zu... Oh Gott. Ah, okay, alles klar. Jetzt kann ich rüberlaufen und kann dann Schalter 2 aktivieren. Und mit Schalter 2 komme ich dann zum Boss. Wir haben es bald geschafft, meine lieben Abonnenten. Froh jauchtet und jubelt. Wir haben bald das Fort Fermate hinter uns gelassen. Da kann ich nicht viel blocken. Da muss ich jetzt hier sie in den Hintern beißen lassen. Aber jetzt. Ja, ja, ja. Und den bisschen, das bisschen Schaden, was ich da genommen habe, hauen wir auch noch raus. Nehmen wir einfach einen Heilerpfeil schießen. Was geht denn ab? Guck's dir an. Guck's dir an, Abonnent. Guck's dir an. Wie viel Schaden sie noch? Und welche so? Ah, Frederik ist auch nicht so der Schadenkerl. Aber es ist schon okay, was er da macht. Und er sieht cool aus. Er hat einen Hut. Also so ein Top-Hat. Ich habe eine Freundin, die Cosplay, die schon das gemacht haben. Mit der ganzen Gruppe. Das sah echt beeindruckend aus. Also sie ist ein Mädel und hat Beat gemacht. Aber sie findet Beat halt auch super. Und ihr Kostüm ist grandios. Shoutout to Kumo, die Beat-Cosplayerin. Also, jetzt muss ich wahrscheinlich hier runter und dann nach links rüber und dann über dieses Gebäude hinweg, das ich gerade eben rübergeschoben habe. Da war es vorhin, da bin ich hier rübergelaufen. Ah ja, jetzt. Jetzt kann ich da rüber und oh mein Gott! Ah, und mal speichern. Ich weiß, im Grunde bringt das ganze Speichern rein gar nichts. Oh, mein neues Halo-Profilbild. Ja, ja. Das ich jetzt habe. Nice. Ja. Muss ich jetzt da runter? Da gibt es noch eine Kiste anscheinend. Wo ist denn da noch eine Kiste? Egal. Ich nehme jetzt hier den Schalter 2. Moment mal. Es sagt mir, dass es da eine Kiste gibt. Das möchte ich doch jetzt mal nachprüfen. Was ist in dieser Kiste drin laut diesem Guide? Maple Baton. Maple Baton. Maple Baton. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht gegen euch kämpfen müssen. So. Aha. Mach es auf. Ahorn-Taktstock. Das trifft sich ja, dass ich jetzt hier ein neues Frederik-Ausrüstungsgegenstückchen-Ding habe. What? Ich habe dauernd schon was Besseres gehabt und habe es nicht gemerkt. Ich sollte halt schon Zeug ausrüsten, merke ich gerade, wenn ich es habe. Ja, ich bin ja auch der Geilste, oder? Lass die Jungs mit total veraltetem Equipment rumrennen. Nein!
Na, Herr Ratte! How pitiful, you soulless creatures! Das kann doch nicht wahr sein, oder? Guckt es euch an! Oh ja, wir haben ja alle voll Energie. Ihr könnt mich jetzt alle mal. Oh ja, er macht aber ein bisschen mehr Schaden. Ja, der Unterschied ist signifikant. Hier sind es auch ungefähr 50 mehr, glaube ich. Yep. Um einiges besser. Aber ich glaube, Level 15 ist nicht mehr drin, bevor ich zu einem Boss komme. Aber überhaupt kommen wir zu einem Boss. Das ist doch schon mal eine ganz feine Sache. Der Kampf wurde automatisch getriggert. Das macht mir aber gar nichts. Oh, er blockt alles. Sehr sophisticated. Oh no, so Doppelnose. Ah, oh, für ein Arsch. Jetzt machen wir mal erstmal den weg. Coup de grâce. Ei. Ah, nee, so einfach ist es nicht. Oder anscheinend doch. Mal wieder ein Block-Fail. Dich hau ich weg. Ja, genau, es heilt 2000 Punkte fast, wenn ich genug Sterne habe. Ja, meine Lieben, bald kommen wir dem Ende entgegen. Wir können es hier hoffentlich mal das letzte Mal einen Schalter drücken. Den drücken wir jetzt und es rumbelt. Und so wie es aussieht, hat sich da wieder was bewegt, denke ich mal, würde ich vielleicht sagen. Oh, ja, es hat sich was bewegt. Aber warum hätte ich schon viel früher einfach dahin können? Ich verstehe es nicht. War das jetzt vielleicht irgendwie falsch, richtig oder was auch immer? Ich gehe jetzt hier rüber. Ich glaube, man wäre nicht an die Kiste rangekommen mit den, mit dem Tagstock, wenn ich gleich den Schalter gedrückt hätte. Ah, Kacke. Ich sehe da was auf dieser Karte, was mir gar nicht gefällt. Ah, Nose. Ich glaube, es war von Arsch, ganz ehrlich. Ich glaube, da wo es jetzt ist, bringt es mir rein gar nichts. Aber warum soll ich es dann dahin schieben wollen? Oh no. Warte mal ganz kurz. Anscheinend hat das relativ wenig gebracht, was ich eben getan habe. Weil die Position 4 ist die Position, die wir haben wollen, anscheinend. Aber was für einen Sinn macht es dann, dieses Teil hier wieder auf die 2 zurückzustellen? Ich schaue jetzt einmal kurz, was passiert ist. Und dann mache ich einen Cut und wir treffen uns dann wieder beim nächsten Mal. Also wenn diese Folge hier am Dienstag erscheint, dann am nächsten Samstag treffen wir uns dann wieder hier. Oh mein Gott, ich bin so verwirrt, ich laufe so panisch durch die Gegend. Also, liebe Abonnenten, ich mache jetzt hier mal einen Schnitt. Wir treffen uns am nächsten Samstag dann wieder bei Eternal Sonata. Und dann steht dieses Ding auf dem passenden Slot, auf der 4. Ihr wisst ja gar nicht, wovon ich rede, wenn ich von diesen Zahlen rede wahrscheinlich. Und wir können uns den Boss vorknöpfen. Das war das letzte Mal, dass wir hier rumgeirrt sind. Ich verspreche es euch und bis dahin lerne ich auch reden. Mit diesem einen Kampf hier verabschiede ich mich jetzt noch von euch und mit den Bildern dieses Kampfes verabschiede ich mich, weil ich mache jetzt einen Cut und bis zum nächsten Mal dann mit dem Ende dieses grottigen Dungeons. Bye bye.